Willkommen zu Rainer Wein, dem politischen Podcast aus Wien. Mein Name ist Gunther und heute habe ich einen absoluten Topgast, Heinz-Josef Bontrop, seines Zeichens Diplom-Ökonom, Diplom-Betriebswirt, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Professor, emerierter Professor für Wirtschaft. Ich grüße dich, Heinz. Ja, Gunther, sei mir gegrüßt. Heinz, das ist toll, dass du Zeit genommen hast für Rainer Wein. Wir haben ein wichtiges Thema und das ist abseits von biologischen Erscheinungen und virologischen Diskussionen, sondern wir wollen uns über etwas austauschen, was vielleicht viel, viel wichtiger ist in dieser aktuellen Phase der gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist Arbeit und das ist Wirtschaft. Heinz, lass mich mit einer ganz einfachen Frage mal anfangen. Was versteht man aus ökonomischer Sicht heraus unter Arbeit? Ja, die Frage ist gar nicht mal so einfach. Wir kennen ja den Begriff aus der Physik, Leistung mal Zeit im Grunde genommen als Arbeit. Aber Arbeit im Ökonomischen ist menschliche Arbeit. Menschliche Arbeit und das Entscheidende dabei in der Ökonomie ist, so haben es die klassischen Ökonomen noch gesehen, und da bin ich im Gedanken immer bei den klassischen Ökonomen, dass nur menschliche Arbeit Werte schafft, Neuwerte schafft und letztlich auch für die Kapitaleigner den Mehrwert schafft. Das ist in der Ökonomie Arbeit, menschliche Arbeit. Ohne menschliche Arbeit geht gar nichts. Ein Unternehmen ohne Menschen, ja, was sollte ich sagen, was ist das? Ein Museum oder eine Ausstellung? Mehr nicht, denn die menschliche Arbeit muss ja die Maschinen, die tote Arbeit, wie Marx es mal genannt hat, die vergegenständlichte Arbeit in Form von eben diesen Maschinen und Produktionsmitteln, der Mensch muss das bewegen. Und insofern ist Arbeit in der Ökonomie eben menschliche Arbeit. Wenn ich die aktuellen Diskussionen so ein bisschen verfolge, wenn über Arbeit geredet wird, reden wir ja immer über die Erwerbsarbeit. Die wird ja genau genommen ja über den grünen Klee gelobt, also trotz den Krisen, die wir jetzt aktuell erleben, aber beziehungsweise schon erlebt haben. Es wird immer davon gesprochen, dass mehr Arbeit entstanden ist. Kannst du ein bisschen Überblick geben, also am Beispiel Deutschlands, also wie sich die Arbeit verändert hat? Korrigiere mich, ich habe einmal gelesen, dass das Arbeitszeitvolumen sich seit der Wiedervereinigung in Deutschland nicht verändert hat. Aber was hat sich verändert? Das ist richtig. Das Arbeitsvolumen ist weitgehend konstant geblieben. Es ist in den letzten Jahren in Deutschland ein Stück weit gestiegen, aber auch nicht dramatisch. Arbeit ist anders verteilt worden. Wir haben in Deutschland damit ja durchaus die Arbeitslosenzahlen senken können, weil die Arbeitszeit pro Kopf reduziert worden ist durch Teilzeit. Wir haben in Deutschland eine enorme Zunahme an Teilzeit. Dadurch konnte mehr Erwerbstätigkeit sozusagen geschaffen werden und Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Aber das hat ja einen hohen Preis, nämlich den Preis, ja, dass man eben von Teilzeit die meisten Menschen eben nicht leben können. Und das ist sozusagen, ja, ich würde fast sagen, eine Mystifikation, die hier greift und sie suggeriert in Deutschland seien die Arbeitsmärkte mittlerweile schon nah bei der Vollbeschäftigung. Das hat natürlich mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, Arbeit ist in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, das ist in Österreich sicherlich nicht viel anders, prekarisiert worden. Wir haben mittlerweile in Deutschland die Situation, dass jeder fünfte abhängig Beschäftigte mit einem Bruttostundensatz von unter 11 Euro, ja, man muss so sagen, sein Leben fristen muss. Das ist eigentlich eine zweifache Katastrophe. Einmal heute hat dieser Mensch nichts oder so gut wie nichts und muss dafür hart arbeiten.
Und wenn man heute ja kein Einkommen hat, dann hat man später, wenn man sein Berufsleben, sein Arbeitsleben hinter sich gebracht hat und man ist Rentner oder Pensionär, ja, dann hat man wieder nichts. Ja, dann ist man arm. Und ich weiß nicht, wie viele wissenschaftliche Studien hier heute auch belegen, dass wir in vielen Ländern in der EU, das gilt aber auch insbesondere für Deutschland, in Summe ja eines der reichsten Länder der Erde, dass wir in eine gigantische Altersarmut reinlaufen. Und das ist sozusagen oder sind die anderen Seiten der sogenannten positiven Entwicklung in Anführungsstrichen an den Arbeitsmärkten in Deutschland. Und ich schreibe mir eigentlich die Finger wund dagegen und versuche hier Aufklärungsarbeit zu machen, um das auch wissenschaftlich untermauert zu objektivieren, dass wir Lichtjahre von einer vollbeschäftigten Wirtschaft in Deutschland nach wie vor entfernt sind. Und da möchte ich auch mal unseren Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, wir haben ja Arbeitslosigkeit in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre, seit der Weltwirtschaftskrise 74, 75. Bis dahin war ja auch in vielen hochentwickelten kapitalistischen Ländern der Irrglaube entstanden, das sogenannte Gespenst der Arbeitslosigkeit sei überwunden. Ja, wir hatten überall Wachstumsraten, das ist richtig. Die Wachstumsraten waren noch größer als die Produktivitätsraten. Dadurch entstand zusätzliches Arbeitsvolumen. Und dadurch kam es dann ja auch nicht nur in Deutschland zu einer vollbeschäftigten Wirtschaft. Das war in Österreich nicht anders. Und mit der Krise 74, 75, da war dieses sogenannte Gespenst der Massenarbeitslosigkeit auch mal wieder da. Und in Deutschland haben wir uns von dieser Massenarbeitslosigkeit seit Mitte der 70er Jahre bis heute nicht erholt. Ich nenne das ein völliges, realistisch immanentes Systemversagen. Wenn diese Ordnung eben nicht in der Lage ist, allen Menschen zumindest einigermaßen durch Arbeit ein auskömmliches Leben zu sichern, das leistet diese Ordnung nicht. Und es ist zusätzlich oder zweitens ein völliges Politikversagen, dass Politik hier nicht so interveniert, dass zumindest wir eben eine vollbeschäftigte Wirtschaft haben. Denn wenn eine vollbeschäftigte Wirtschaft nicht vorliegt, dann findet ja auch eine Riesenressourcenverschwendung statt. Die arbeitslosen Menschen arbeiten nicht, sie leisten nicht, sie müssten alimentiert werden. Ja, und sie kosten auch noch, denn Arbeitslose brauchen ja auch eine Unterstützung über Arbeitslosenversicherungssysteme. Und die Bundesagentur für Arbeit in Deutschland, die macht ja auch derartige Berechnungen, was eben Arbeitslosigkeit kostet. Das ist ja einmal eben die direkte Alimentierung durch Arbeitslosengeld, in Deutschland ja auch dann Arbeitslosengeld 1 und 2. 2 heißt ja in Deutschland Hartz IV. Und dann natürlich der gigantische Steuerausfall, Steuern fallen aus, wenn man nicht arbeitet. Der Staat hat keine Steuereinnahmen und vor allen Dingen auch die Arbeitslosen zahlen ja auch nicht in die Sozialversicherungssysteme ein. Das heißt, sie sind dadurch auch nochmal belastet. Und das nennen wir Volkswirte ja die fiskalischen Kosten der Massenarbeitslosigkeit. Und die liegen in Deutschland in den letzten ja, 20 Jahren durchschnittlich etwa bei 40 bis 45 Milliarden Euro pro Jahr. Und in Deutschland sind diese Kosten, diese fiskalischen Kosten der Massenarbeitslosigkeit größer jahresdurchschnittlich als in Deutschland die Staatsverschuldung, die ja nicht nur in Deutschland überall gegeißelt wird, als was ganz Schlimmes, was völliger Unsinn ist. Aber wenn man das mal in Relation sieht, und diese Relation wird leider nicht im politischen Diskurs geführt, das zeigt auch die ganze Oberflächlichkeit, die gesellschaftliche Oberflächlichkeit, wie man mit Ökonomie umgeht und mit den Zusammenhängen, dass man hier nicht mal einen Zusammenhang herstellt, auch zwischen Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, den fiskalischen Kosten und eben einer Staatsverschuldung. Man könnte jetzt quasi daraus einen Lehrsatz machen und könnte sagen, wenn oder eine Wenn-Dann-Beziehung herstellen, wenn Deutschland seit Mitte der 70er Jahre keine Massenarbeitslosigkeit gehabt hätte, dann hätte Deutschland nicht einen einzigen Euro zusätzliche Staatsverschuldung machen müssen. Nee,
nicht mal das. Wir hätten sogar fiskalisch gesehen beim Staat, Bund, Länder und Kommunen in Deutschland sogar Finanzierungsüberschüsse beim Staat erzielt. Das zeigt die ganze Problematik von nicht vollbeschäftigten Wirtschaften, wenn eben Menschen, die arbeiten wollen, eben keine Arbeit finden. Das ist ein Punkt, auf den wir sicherlich finalisieren werden. Nicht im Laufe dieses Gesprächs, denn das müssen wir natürlich auch noch sagen. Wir werden drei Teile machen, also über die Ökonomie. Wir nehmen sozusagen diese Wirtschaftsthematik, also Arbeit, Kapital etc., mal komplett auseinander und versuchen mal ein Gesamtbild herzustellen, wie eigentlich die wirkliche Lage ist. Lass mich noch mal einhaken, bitte, bei der Arbeit. Und da mache ich jetzt mal einen zeitlichen Sprung etwas zurück ins Jahr 1845, da hat Friedrich Engels ein Werk verfasst über die Situation der Arbeiter in England. Es war zur Phase der Industrialisierung, also Maschinen kommen, der Mensch wird aus der Arbeit verdrängt und Friedrich Engels guckt sich die Zustände an in England, schreibt dann daraufhin sein Buch. Kannst du ein bisschen so aus der Hüfte heraus mal skizzieren, was Friedrich Engels vorgefunden hat? Er war Philosoph, er war Journalist, aber er war eben halt auch Unternehmer, wobei man sagen muss, sein Unternehmen hat er ja nicht aufgebaut, sondern er hat es von seinem Vater bekommen. Also, weil ja oft Ja. genannt wird, er wäre ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, aber er ist ja nicht von null gestartet, sondern er hat ja schon ein Sprungbrett gehabt, was vielleicht auch im Zusammenhang mit Erwerbsarbeit ein ganz interessanter Punkt ist, um das mal auseinander zu dividieren, was das eigentlich ist. Also der Unterschied Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was ist das eigentlich? Ja, ich will mal mit dem letzten anfangen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das sind ökonomische Unworte. Umgekehrt ist richtig. Aber das hat sich leider auch im allgemeinen Sprachgebrauch so gefestigt. Aber da kriege ich als Ökonom immer Zustände. Wir müssen die Begriffe richtig benutzen. Es gibt abhängig Beschäftigte, lohnabhängig Beschäftigte. Und es gibt Unternehmer oder Kapitalisten oder Shareholder. Das sind die richtigen ökonomischen Termini. Denn der sogenannte Arbeitnehmer im allgemeinen Sprachgebrauch ist ja nicht der, der die Arbeit nimmt, sondern der, der die Arbeit gibt. Also der müsste eigentlich Arbeitgeber heißen. Und der Arbeitgeber, der die Arbeit nachfragt, der müsste eigentlich Arbeitnehmer sein. Aber so wird dann über Sprache, ja, wird Ökonomie verfälscht. Ja, und das ärgert mich einfach maßlos. Wir müssen mit den Dingen, auch mit den Begriffen wissenschaftlich sauber umgehen. Aber im Sprachgebrauch hat es sich leider so eingebürgert. Aber jetzt zu deiner Frage. Ja, Engels 1845, wo er die Zustände im frühen englischen Industriekapitalismus ja studiert hat in den Fabriken. Du hast es gesagt, richtig, er war selbst Unternehmer, stammt ja aus einer Unternehmerfamilie in Wuppertal. Und er hat empirisch sozusagen die Zustände regelrecht ja, studiert in den Fabriken, die auch seinem Vater gehörten. Und hat das Elend, das dort herrschte, ja, am eigenen Leibe, hätte ich fast gesagt, hat er das mitbekommen. Und da hat er auch so einen gewissen Vorsprung vor Karl Marx gehabt, der ja in Anführungsstrichen eben nur der Theoretiker war. Und Marx war ja deshalb auch begeistert von der Schrift, von dem Buch, das Engels veröffentlicht hat, wo er die Lage der Industriearbeiter in England eben studiert hat. Und das Buch, wenn ich mich richtig erinnere, fängt ja auch damit an, dass er sagt, nirgendwo kann man die kapitalistischen Lohnarbeitsverhältnisse so studieren wie in England. Deshalb nennt man ja auch bis heute England das Mutterland quasi des kapitalistischen Systems. Aber man muss, glaube ich, um das im Kontext zu sehen, man muss ein bisschen früher da, wenn man das auch wirklich verstehen will, aufsetzen, nämlich das Jahr 1789. Da hatten wir bekanntlich die Französische Revolution. Und man sagt ja auch, dass dieses Jahr 1789 die endgültige Geburtsstunde der kapitalistischen Ordnung ist. Kapitalismus ist natürlich älter, aber da wurde dann eben auch durch die
ja, durch die Beseitigung des feudalen Systems in Frankreich der Lohnarbeiter regelrecht geboren. Das heißt, er verlor seine Knechtschaft gegenüber seinem Feudalherrn, aber an der Ecke hätte man oder könnte man fast flapsig sagen, lauerte der nächste Ausbeuter, nämlich der Kapitalist, der ihn dann unter seine Fittiche nahm und ihn als abhängigen Beschäftigten sozusagen einstellte. Und ja, das war der Anfang. Und Marx hatte dann mit Engels auch weiter, vor allen Dingen dann das 1847, 48 kam es dann in deutscher Übersetzung, wenn ich mich richtig erinnere, in London das kommunistische Manifest veröffentlicht. Und da kann ich hier allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nur sagen, bitte das einmal lesen. Das sind ja nicht so viele Seiten, das sind ja mal knapp 50 Seiten. Die kann man auch gut weglesen, weil die beiden haben eine große Begabung gehabt, die beiden Deutschen konnten beide gut schreiben. Und das kann ich nur empfehlen, denn in diesem kommunistischen Manifest, da ist und wird eigentlich alles über die Geburtsstunde der kapitalistischen Ordnung, auch über das Lohnarbeitsverhältnis, über das Arbeitsverhältnis, dann im Kapitalismus von Marx und Engels, ausgebreitet. Und sie sagen ja auch, und das ist interessant, sie loben ja quasi sogar den Kapitalismus, indem sie sagen, keine Gesellschaftsordnung, kein System vor diesem kapitalistischen System hat die Produktivkräfte so entwickelt, so stark und massiv entwickelt wie die kapitalistische Ordnung. Und sie wird es auch weiter tun. Das war ja auch immer eine Prognose von Marx und Engels, die gesagt haben, dass diese Ordnung durch den Kapitalisten, durch den Unternehmer sich so gigantisch entwickeln wird, und zwar weltweit. Insofern haben sie auch schon eine Weltprognose. Wir reden ja heute viel über Globalisierung. Das hat Marx und Engels im kommunistischen Manifest schon vorausgesagt, dass dieser Kapitalismus auch ein globaler Kapitalismus werden wird und damals ja schon in den Ansätzen auch war, weil sie gesagt haben, das Kapital wird in die entlegensten Winkel der Erde kriechen und wird die Arbeitskraft ausbeuten. Ja, wird die Arbeitskraft ausbeuten, das ist letztlich ja der Kern der kapitalistischen Ordnung. Der Feudalherr hat den Arbeiter, den Vasallen auch ausgebeutet, Sklavenhalterordnung davor, aber der Kapitalist wird über das Lohnarbeitsverhältnis und darauf basiert die gesamte Ordnung, den Arbeiter, den Abhängigen ausbeuten. Und dieser abhängige Lohnarbeiter wird dem Kapitalismus den Mehrwert oder den Kapitalismus oder den Mehrwert produzieren müssen. Ja. Und darauf basiert eben diese Ordnung. Das ist ein gutes Stichwort natürlich, mal kurz zu erläutern, Heinz, was eigentlich der Mehrwert wirklich ist. Also wir kennen ja solche Begriffe Mehrwert, Profit, Gewinnmaximierung und so weiter. Das geistert alles rum. Aber das ist ja nicht der Kern der Sache, sondern der Kern ist dieser Mehrwert. Kannst du das erklären, also für einen Laien? Was muss er sich darunter vorstellen? Was ist dieser Mehrwert? Und wie entsteht er? Ja, der Mehrwert ist im Grunde genommen immer dreigeteilt zu sehen. Oder ich will noch mal anders anfangen, um es verständlich zu machen. Ein Wert entsteht, wie ich schon ausführte, ja nur durch Produktion, durch menschliche Arbeit. Ja, es muss ein Wert produziert werden. So. Und deshalb gibt es ja bei uns Ökonomen auch diese einfache Gleichung Produktion gleich Einkommen. Ja? Weil nur durch Produktion auch Einkommen entsteht. So, und dann ist immer die Frage, ganz einfach aus dieser Gleichung Produktion gleich Einkommen, was ist dann das Einkommen? Und das Einkommen setzt sich aus vier Bestandteilen zusammen. Immer.
gesamtwirtschaftlich betrachtet, nämlich erstens dem Lohn, also das Arbeitsentgelt, das die abhängig Beschäftigten für ihre wahre Arbeitskraft bekommen, denn sie müssen sich ja an den Arbeitsmärkten verkaufen. Insofern ist Arbeit, menschliche Arbeit, eine Ware unter kapitalistischen Verhältnissen. Und die zweite Größe des Einkommens ist der Zins, sind die Zinsen. Die dritte Größe ist die Grundrente, also Mieten und Pachten. Und die vierte Größe innerhalb dieses Einkommens oder dieser Wertschöpfung ist der Profit. So. Und Mehrwert sind eben die letzten drei Einkommensarten, also Zins, Grundrente und Profit, das ist der Mehrwert. Und wenn du, Günther, wenn du dazu dann den Lohn addierst, dann hast du den gesamten Wert, dann hast du die Wertschöpfung. So, so einfach ist das. Das ist die Vierteilung sozusagen der Wertschöpfung dieses Einkommens. Das Interessante dabei ist, dass nur diejenigen, die den Lohn erhalten, also die abhängig Beschäftigten, für ihren Lohn auch selber arbeiten müssen. Während die anderen drei Einkommensarten, also Zins, Grundrente und Profit, die diese drei Einkünfte erhalten, die können andere für sich arbeiten lassen. Das ist ja erstmal eine ganz spannende Erkenntnis, denn das kann man ja auch einfach erklären, aber das ist nicht so täglich im Bewusstsein der Menschen. Nehmen wir mal die Grundrente, mir gehört ein Haus, bin Eigentümer eines Hauses, da haben wir auch zurzeit eine ganz wichtige gesellschaftliche Debatte, Wohnknappheit, steigende Mieten und so weiter. Ich bin Eigentümer eines Hauses und habe einen Mieter, da muss der mir Miete zahlen. Das heißt, der Mieter muss dann für mich als Vermieter, der die Grundrente bekommt, die Miete, arbeiten. Wenn ich Zinsen erhalte, ja, das ist ja auch bei vielen Menschen nicht so richtig bewusst, wenn ich Zinsen erhalte, dann muss hinter Zinsen ja auch Arbeit stehen, menschliche Arbeit stehen. Und dann lasse ich auch, wenn ich Zinseinkünfte erziele, andere Menschen für mich arbeiten. Und beim Profit ist es natürlich sofort ersichtlich, der Unternehmer, der eben abhängig Beschäftigte einkauft an den Arbeitsmärkten, für sich arbeiten lässt, der hat ja, sonst würde er es nicht machen, eine Mehrwerterwartung. Das heißt, der abhängig Beschäftigte muss ihm einen Mehrwert, nicht nur seinen Profit, sondern auch Zins für das Fremdkapital und wenn er was mietet und verpachtet, auch die Grundrente sichern. So, das ist sozusagen die Formel, oder die Gleichung könnte man auch sagen, hinter der sich die gesamte ökonomische Welt verbirgt und auch die Widersprüche, die da drin liegen. Das ist völlig klar, was der abhängig Beschäftigte an Lohn bekommt, können die anderen drei an Mehrwert nicht mehr bekommen, et vice versa. Und das ist der Widerspruch der Ordnung, der immer wieder auftretende Widerspruch, Marx hat ihn auch beschrieben, Der ständige Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital. Und hinter Kapital stehen eben diese drei Mehrwerteinkünfte natürlich, weil es Kapitaleinkünfte sind, die andere Menschen für sich arbeiten lassen können. Das kann der abhängig Beschäftigte nicht. Er muss selbst schwitzen, wenn er einen Lohn haben will. Er muss selbst dafür arbeiten. Er kann nicht andere für sich arbeiten lassen. Jetzt gibt es aber auch, wenn ich das noch sagen darf, auch natürlich innerhalb, nicht nur zwischen den beiden Klassen Arbeit und Kapital, ein Widerspruch, sondern auch innerhalb der Dreiteilung. Marx hat es ja die Dreifaltigkeit, die Heiligkeit sozusagen genannt, die trinitarische Formel innerhalb des Mehrwertzins, Grundrente und Profit. Auch da sind sie Spinnefeind. Weil auch hier ist klar, wenn sie die Mehrwertbeute sozusagen erlegt haben, gegenüber dem abhängig Beschäftigten, dann wollen sie natürlich alle drei aus dieser Beute, wenn ich das mal so sagen darf, sich bedienen. Ja, und das, was die Zinsempfänger bekommen, können die anderen beiden nicht mehr bekommen. Auch hier et vice versa. Jetzt hat man hier allerdings die Situation heute im tief entwickelten Kapitalismus, das war zu Beginn, wo wir uns unterhalten haben, nochmal Engels in Erinnerung zu rufen, Mitte des 19. Jahrhunderts, Manchester-Kapitalismus hier als Stichwort, da war das natürlich anders. Heute haben wir
in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern durchaus Querverteilung. Das heißt, du kannst heute ein Wirtschaftssubjekt sein oder haben, oder es liegt vor in der Gesellschaft, das sich aus allen drei, aus allen vier Einkunftsarten bedient. Das gilt auch für den abhängig Beschäftigten. Du hast einen abhängig Beschäftigten, nehmen wir mal an, da ist ja auch innerhalb der abhängig Beschäftigtenklasse, gibt es ja auch starke Differenzierung. Wir haben leitende Angestellte, wir haben Führungskräfte, wir haben Geschäftsführer, wir haben Vorstände. Auch das sind abhängig Beschäftigte. Das müssen wir immer uns auch ins Bewusstsein rufen. Die unterscheiden sich natürlich von einem Kapitalisten. Ich habe das meinen Studierenden auch immer gesagt, in den Vorlesungen, der Geschäftsführer einer GmbH, einer Kapitalgesellschaft oder der Vorstand, ja, das sind ja nicht die Eigentümer des Unternehmens. Das sind ja nicht die Shareholder. Das sind Angestellte, sogar mit einem befristeten Vertrag heute, 4, 5 Jahre, haben die da ihre Geschäftsführerverträge und ihre Vorstände. Das sind abhängig Beschäftigte. Und dann gibt es leitende Angestellte und dann gibt es die Prekarisierten innerhalb der abhängig Beschäftigten. Das heißt, wir haben also innerhalb der abhängig Beschäftigten auch eine hohe Differenzierung, auch vom Einkommen her. So und so kann es heute sein, du hast bist abhängig Beschäftigter, verdienst aber als abhängig Beschäftigter viel Geld und kannst dann Zinseinkünfte erzielen, weil du hast festverzinsliche Wertpapiere oder du hast dein Geld an den Kapitalmärkten angelegt und erzielst daraus Zinsen oder Dividenden. Du hast in Immobilien investiert, hast ein Vierfamilienhaus und hast da Mieter und erzielst Grundrenten. Und du kaufst dir Aktienpakete oder steigst mit Aktien in verschiedenen Unternehmen ein und erzielst daraus auch Dividende und Profit. Das heißt, du bist dann sozusagen jemand in der Ordnung, auch obwohl du eigentlich kein richtiger Unternehmer oder Kapitalist bist, wie es noch Marx und Engels in der Differenzierung gesehen haben, aber du erzielst aus allen vier Wertschöpfungsarten, erzielst du Einkommen. So, und solche Leute, die das tun, und das sind auch durchaus nicht wenige, natürlich vom Niveau her, was das Einkommen anbelangt, muss man es natürlich differenziert sehen, aber die sind natürlich voll fürs System. Die wirst du niemals dazu bringen, diese Ordnung zu verlassen oder diese Ordnung zu bekämpfen. Nein, sie sind ja Profiteure. Sie sind Profiteure und sehen sich auch als solche Profiteure und haben ein Bewusstsein, das Sein bestimmt das Bewusstsein, nochmal ein wunderbarer Satz von Karl Marx, dass sie systemimmanent sozusagen sich oder inhärent sich auch entsprechend verhalten. Und haben aber trotzdem nicht den klassischen Status eines Kapitalisten. Und da sage ich dann auch immer, da empfehle ich dann dringend nur das Vorwort. Das Vorwort von Band 1, das Kapital, zu lesen, wo Marx im Vorwort an einer Stelle schreibt, ja, im Folgenden werde ich den Unternehmer, weiß Gott, nicht in einem rosigen Licht darstellen. Ich zitiere jetzt sinngemäß aus dem Kopf heraus. Aber ich wäre der Allerletzte, der diesem Unternehmer unter kapitalistischen Verhältnissen sein Verhalten individuell vorwürfen würde. Dann hätte ich noch nichts verstanden, aber ich habe es verstanden, weil dieses Individuum als Unternehmer ist selbst Gefangener unter den Verwertungsbedingungen der kapitalistischen Ordnung, denn wenn er sich dagegen stellt, dann hört er sofort Unternehmer zu sein oder er geht entsprechend systemisch unter. Das schreibt Marx im Vorwort, da habe ich manchmal den Eindruck, das zitiere ich nur in meinen Veröffentlichungen, ich habe das sonst noch nirgendwo so richtig gefunden. Aber das zeigt auch nochmal das Verständnis, glaube ich, von Marx, der übrigens immer gesagt hat, hat er sich heftig gegen gewehrt, ich bin kein Marxist. Das mochte er überhaupt nicht. Deshalb rede ich auch nicht vom Marxismus, sondern von der Marxischen Lehre. Das ist, wenn Marx uns mit mich jetzt hören würde, dann würde er sagen, super Bontrup. Du hast es verstanden. So, und Marx mit seiner Marx'schen Lehre hat ja
hat ja genau eben auf diesen Widerspruch, diesen inhärenten, immanenten Widerspruch der Ordnung aufmerksam gemacht. Das heißt, eine Individualisierung von Problemen innerhalb der kapitalistischen Ordnung macht überhaupt keinen Sinn. Wir können dieses System und müssen es nur als System verstehen und begreifen. Und wenn man den Zugang nicht hat oder den intellektuell auch nicht findet, dann versteht man das Ganze nicht und wird es nie verstehen. Aber wir wollen versuchen, das zu verstehen und mal ein bisschen Licht reinzubringen, die ganze Sache. Du hast ja von den Shareholdern gesprochen. Also praktisch denjenigen, die über allem schweben. Wenn ich das so richtig interpretiere, wenn ich jetzt unterstelle, dass eben halt auch ein Geschäftsführer, ein Manager letztlich irgendwo auf der Payroll von diesen Leuten unterwegs ist, also damit abhängig beschäftigt ist, sei es nun in einem Angestelltenverhältnis oder eben halt über Honorar oder Vereinbarungen etc. etc. Jetzt passiert ja aber Folgendes, normalerweise müsste man ja dann annehmen... Wenn ich da mal kurz unterbreche. Und da ist der eigentliche Kapitalist, der Eigentümer eines Unternehmens, natürlich auch bereit, diesen Vorständen, diesen Geschäftsführern, die er ja einsetzt, die sollen ja seine Rolle, seine Kapitalistenrolle, seine Unternehmerrolle in den Unternehmen übernehmen, da ist natürlich dann der Eigentümer auch bereit, diesen Vorständen horrende Einkommen zu zahlen. Da rege ich mich auch, was heißt rege ich mich auf, ich muss irgendwann in meinem Leben auch mal aufhören, mich geht alles um meine Gesundheit. Wenn da moralisiert wird über hohe Vorstandsgehälter. Ich habe da einen größeren Aufsatz vor nicht langer Zeit drüber geschrieben und auch da mal aufgeräumt, hoffentlich. Das ist völlig sinnlos. Ja, das ist völlig sinnlos, sich moralisierend über hohe Vorstandsgehälter aufzuregen, so nach dem Motto, die verdienen das 10, 20, 50-fache von dem, was ein abhängig Beschäftigter in dem Unternehmen verdient, das er führt. Warum ist das völlig unsinnig? Ja, erstens, weil das System immanent ist, weil dieser eingesetzte Vorstand von einem Kapitalisten die Rolle des Kapitalisten ja nur übernimmt. Und wenn der Kapitalist dann sagt, das ist mir das wert, weil der arbeitet ja für mich, weil ich selbst zu faul bin zu arbeiten, ich bewege mich lieber auf den Bahamas, liege am Pool, ja, und lass den für mich arbeiten und meine Kapitalistenrolle spielen. So, da bin ich dann auch dafür bereit, natürlich ihm horrendes Einkommen zu zahlen, wenn er das gut macht. Und wenn er das nicht gut macht, dann schmeiße ich den heute Abend noch raus. Ich habe mal in einer Vorlesung meinen Studierenden gesagt, wenn mir eine Fabrik gehören würde, dann würde ich auch nicht arbeiten. Dann würde ich mir auch jemand holen, einen Top-Manager, der meine Rolle als Kapitalist in dieser Fabrik übernimmt und ich liege am Pool, ja, auf den Bahamas. Und lass es mir gut gehen. Und diesen Eingesetzten von mir abhängig Beschäftigten, der ist abhängig beschäftigt, dieser Vorstand. Weil den kann ich jeden Tag als Eigentümer meiner Fabrik, jeden Tag entlassen. Und das geht sogar noch einfacher als mit einem sogenannten normalen abhängig Beschäftigten. Weil da ist das Vertrauensverhältnis zerstört, dann räumt er heute noch seinen Schreibtisch. Und dem sage ich dann, diesem abhängig beschäftigten Vorstand, ich rufe Sie nur einmal in der Woche an. Nee, ist mir schon zu viel Arbeit. Ich rufe Sie nur einmal im Monat an. Und da frage ich nur eine einzige betriebswirtschaftliche Kennziffer ab. Nämlich die Profitrate. Und da sage ich Ihnen, wie hoch die zu sein hat. Ich möchte da 20% sehen. Und solange Sie mir 20% Profitrate bringen, dürfen Sie weiter meine Rolle als Kapitalist in dem Unternehmen, das mir gehört, dürfen Sie die Rolle weiterspielen. Das ist das Verhältnis. Jetzt muss man natürlich dann darüber aufzuregen, dass dieser Vorstand viel Geld bekommt, ist völlig sinnlos. Aber jetzt eins muss man natürlich darüber aufregen, das System nicht verstanden. Jetzt muss man natürlich nachfragen. Ja. Das ist ein wunderbares, also eine wunderbare Vorstellung. Also wenn der Kapitalist dreimal klingelt sozusagen, man geht ans Telefon und gibt ihm nur noch die Profitrate durch. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Profitrate
Normalerweise ist ja das Extrakt letztlich, was übrig bleibt, nachdem man alles abgezogen hat. Das verstehe ich ja so richtig. Also auch die Kosten für die Arbeiter und so weiter und so fort. Jetzt passiert aber eine, da machen wir so quasi so eine Art Zeitsprung sehr weit nach vorne. Irgendwo wurde ja dann die Profitrate ja quasi vordefiniert. Ich gebe mal den Namen Ackermann rein. Ja, Gunther, das ist ein gutes Stichwort. Der Deutschbanker, der hat ja mal vor längerer Zeit, dann auf einer Pressekonferenz war es, gesagt, ab sofort verlangt die Deutsche Bank für jedes Invest, er hat es vornehmer ausgedrückt, das machen ja die Betriebswirte auch, die nennen das ja nicht Profitrate, die nennen das ja Eigenkapitalrendite oder Eigenkapitalrentabilität, aber es ist nichts anderes als die Profitrate. Verlangt die Deutsche 25%. Ich meine, diese 25% so neben der Spur waren die nicht einmal. Auch das wissen die wenigsten. Für eine Bank, ja, für eine Bank, das war völlig neben der Spur. Aber für ein Industrieunternehmen, da wo auch Werte geschaffen werden, in der Bank werden ja keine Werte geschaffen. Für eine Bank war diese Forderung, und ich brauche solche Begriffe wie Moral nicht unter kapitalistischen Verhältnissen. Da gibt es keine Moral, die da glauben, man könnte diese Ordnung moralisch heilen oder diskreditieren oder bekämpfen. Das sind alles nur naive Menschen. Nein, man muss das ökonomisch sehen. So, und systemisch-ökonomisch betrachten, wie ich das immer sage. So, waren diese 25% bezogen auf Industrieunternehmen, da wo Werte in der Produktion wirklich generiert werden, eine Durchschnittsgröße. In Deutschland liegt die Profitrate vor Steuern im langjährigen Trend, liegt sie nicht bei 25%, aber um die 20%. Auch das wissen die wenigsten Menschen. Das wird in Österreich, obwohl ich da die empirischen Befunde jetzt nicht exakt habe, aber das wird in Industrieunternehmen in Österreich oder in den USA, in anderen Ländern nicht anders sein. Und für eine Bank war natürlich diese, weil da keine Werte geschaffen werden, Wert entsteht nur durch realwirtschaftliche Produktion, alles andere ist nur Verteilung. Für eine Bank war natürlich diese Forderung völlig neben der Spur, ökonomisch, nicht moralisch, ökonomisch völlig neben der Spur. Und er hat sie ja auch nie erreicht in seiner Zeit als Vorstandssprecher oder Vorstandsvorsitzender, war sie, glaube ich, hat mal einer ausgerechnet, mal gerade 4%, weil das eben ökonomischer Bullshit war, den er da auf dieser Pressekonferenz erzählt hat. Da gibt es übrigens die Anekdote, wo dann ein Wirtschaftsjournalist aufstand und ihm die Frage stellte, Herr Ackermann, meinen Sie Vorsteuern oder Nachsteuern? Er war ein bisschen verunsichert, stand auf seinem Sprechzettel nicht. Und da hat er gesagt, ja, ich will mal nicht so sein, Vorsteuern. Ja, also völlig, völlig neben der Spur. Ja, aber die Profitrate ist in der Tat in diesem System die entscheidende Größe, ist das sozusagen das goldene Kalb. Und Marx, das hat Marx übrigens nicht gesagt, aber er zitiert das aus einer Zeitschrift. Man weiß die Quelle, wer da in persona hinterstand, bis heute nicht. Wo er aber im Band 3, da wissen wir auch, Band 2 hat Marx ja selbst nicht veröffentlichen können, weil er 1883 verstarb. Das hat ja Friedrich Engels dann für ihn besorgt. Aber im Band 3, da gibt es eine Fußnote und die zitiert Marx. Da zitiert Marx und sagt, etwa 10% und das Kapital schläft, 50%, es wird hellwach, so ungefähr. Und bei 300% Profitrate, da scheut das Kapital selbst den Galgen nicht. Ja, das ist bis heute so geblieben. Und wir sehen das ja auch bei den vielen Skandalen, die wir in großen Konzernen haben, wie sich eben alles um dieses goldene Kalb Profitrate dreht. Und man scheut in der Tat den Galgen nicht oder das Gesetz, die Strafe nicht. Da könnten wir jetzt eine eigene Sendung, lieber Gunther, darüber machen, über die ganzen kriminellen Handlungen. Wir haben ja gerade in Deutschland diesen fürchterlichen Fall von Wirecard, ja, wo alles manipuliert war, oder Abgasskandale, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen.
Du weißt, was ich damit meine, oder unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das. Also das ist die entscheidende Größe. Ja, und da gibt es auch nichts schön zu reden oder wegzudefinieren. Solange die Profitrate stimmt, ist im System alles gut. Stimmt sie nicht mehr, oder was Marx dann ja auch vorhergesagt hat im Band 3, kommt es sogar zu einem tendenziellen Fall dieser Profitrate, dann wird sich diese Ordnung, dieser Kapitalismus sozusagen am Galgen selbst aufhängen. Das bringt mich noch einmal zurück zu den Ereignissen im 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung, also die technische Entwicklung, verdrängt den Menschen aus der Produktion. Menschliche Arbeitskraft verfällt im Wert. Wenn ich jetzt diese Kombination nehme, auch unter dem Aspekt der Profitrate, ist es ja das Beste, was mir passieren kann eigentlich im kapitalistischen Sinne, dass Arbeitskraft, gestattet, dass ich ein bisschen salopp formuliere, billig wird wie Dreck. Und das Resultat ist nachher auch eine Verelendung der Arbeiter, eine zunehmende. Und wir erleben dann an einer kurzen Epoche ja auch schon die ersten Umwälzungserscheinungen in der Gesellschaft. Also wir haben 1848 die sogenannte deutsche Revolution, was ja so nicht ganz stimmt. Also es ist ja, das war ja auch in Italien, gab es ja revolutionäre Ansätze, also das, eine neue Gesellschaft zu formen, Republik zu formen, aber vor allem das, die alte Ordnung abzulösen. Aber auch erstaunlicherweise in China beim Taiping-Aufstand nennt sich das. Der Taiping-Aufstand 1850 ging das los, also eine Kombination aus allem. Ein Staatswesen, ein bürokratisches Wesen, was quasi nicht mehr handlungsfähig war, also sich in sich selbst auch erdrosselt hat, also immer mehr Verordnungen und so weiter und vor allen Dingen immer mehr Dienst am Kapital. Dann hast du ökonomische Probleme, du hast eine verelende Gesellschaft und in diese Zeit hinein kommen die Hungersnöte. Kommt zu einer riesigen Revolution, die erst, also genau genommen 1871 dann irgendwann endet mit den letzten Sachen. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen nehme, und versuche jetzt mal auf die gegenwärtige Situation zu reflektieren. Gibt es bestimmte Parallelen, was diese Zusammenballung also von Ereignissen anbetrifft, also ökonomische Schwierigkeiten, Verelendung bzw. Verarmung von Arbeiterschichten, großen Schichten, hin zu auch der Unfähigkeit des Systems, in dem man lebt, also verwaltungstechnischer Art, bürokratischer Art, das noch zu handeln? Ja, das ist eine große Frage, die du mir da stellst. Aber ich will sie vielleicht so mal angehen. Du sagst, Arbeit so billig wie Dreck. Ja, Arbeit ist so billig wie Dreck geworden, wenn wir das im Weltmaßstab nehmen. Ja? Wir haben mittlerweile, wie viel? 7,8, 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Die Hälfte davon ist verelendet. Ja? Auch nochmal hier wieder Marx reinzubringen. Marx hat ja die Verelendung vorhergesagt. So, da ist auch die Prognose von Marx, wie viele andere, völlig aufgegangen, weil es im Weltmaßstab nimmt. Aber wir haben selbst auch in den hochentwickelten Industriestaaten heute Verelendung. Ja, wenn man, ich nehme mal jetzt Deutschland, da habe ich die empirischen Zahlen im Kopf, Österreich leider nicht so, aber es ist ja ähnlich. Wir haben in Deutschland mittlerweile 16% Armutsquote. Ja, jedes fünfte Kind in Deutschland, wie gesagt, in einem der reichsten Länder der Erde, wächst in Armut auf. So, das sind ja auch hier, selbst in solchen Ländern, erschreckende Befunde von Segmentierung auch in Arm und Reich in den Volkswirtschaften. Aber weltweit, ja, ist Arbeit in der Tat billig wie Dreck. Ich habe gerade einen Fall, ganz konkret, daneben kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht nennen, weil ich da selbst in der Beratung involviert bin.
wo ich den Betriebsrat berate, dass wir hier in Polen einen Lohnsatz haben von 7 € die Stunde. Und in Deutschland liegen wir etwa in diesem Vergleich, ein Industrieunternehmen, liegen wir bei 31 € die Stunde. So, und da sagt natürlich der Kapitalist, sagt mir das auch direkt ins Gesicht: Herr Bontrup, was wollen Sie denn von mir? Ja, die Arbeit verlagere ich nach Polen. Da kostet mich der Arbeiter 7 € in der Stunde und hier zahle ich 31. Ja, und sage ich, und was ist mit der Produktivität? Ha, hören Sie auf, die ist da genauso hoch. Der polnische Arbeiter leistet genau das, was der Deutsche hier leistet. Also deshalb Diskussion beendet, die Fabrik wird hier geschlossen und nach Polen verlagert. So, will damit sagen, aber auch das ist wiederum Marx, dass die Konkurrenzverhältnisse natürlich immer mehr und auch die global gewordenen, muss man ja heute sagen, zu einer Globalisierung, die global gewordenen Konkurrenzverhältnisse natürlich den Arbeiter, und jetzt nehme ich es mal so auch auf, wie du es gesagt hast, weltweit gilt das auch, Arbeit erpressbar geworden ist und damit so billig wie Dreck. Hier kann man auch noch mal Engels zitieren, das beschreibt er in seinem fantastischen Buch zur Lage der englischen Arbeiter 1845, wo er an einer Stelle sagt, und als den englischen Unternehmern die englischen Arbeiter zu teuer wurden, da haben sie die Schotten ins Land geholt. Und die haben den Lohn gesenkt. Und als sie sich dann an den abgesenkten Lohn auch der schottischen Arbeiter gewöhnt haben, da haben sie die Iren ins Land geholt. Und die Iren haben für Kartoffelschalen gearbeitet. So, das heißt, dieses Konkurrenzverhältnis, das kein nationales geblieben ist, unter den globalen Verhältnissen, die wir heute haben, massiv globalen Verhältnissen. Wir haben es ja gerade auch in der Pandemie gesehen, wie verwoben heute die Welt ist. Lieferketten sind zusammengebrochen und so weiter. So, diese Konkurrenzverhältnisse haben Arbeit im Weltmaßstab so billig wie Dreck gemacht. Ja, das ist heute Fakt. Und die Verhältnisse sind selbst in den hochentwickelten Industrienationen so konkurrenzhaft geworden, dass heute jeder Unternehmer den Arbeiter ja regelrecht erpressen kann und damit natürlich selbst auch die Koalition der abhängig Beschäftigten, die Gewerkschaften. Wir sehen das ja weltweit, da wo überhaupt noch starke Gewerkschaften sind. In Deutschland würde ich da, Österreich, solche Länder würde ich da noch zitieren wollen. Aber selbst die Gewerkschaften in Deutschland, das gilt auch für Österreich, stehen mit dem Rücken zur Wand. Eben aufgrund dieser Zunahme der Konkurrenzverhältnisse. Das heißt, die Gewerkschaften schaffen es als Koalition der abhängig Beschäftigten nicht einmal mehr in den Tarifverträgen, die durchlöchert sind, sagen wir in Deutschland wie Schweizer Käse, und 50% der abhängig Beschäftigten in Deutschland unterliegen überhaupt noch einem Flächentarifvertrag. Das muss man sich auch mal vorstellen. Nur 50%. Die anderen müssen individuell mit ihrem Kapitalisten den Lohn und die Arbeitsbedingungen aushandeln. Dann ist doch völlig klar, dass es, wie wir Ökonomen sagen, nicht mal mehr der verteilungsneutrale Spielraum, nicht mal der in den Tarifverhandlungen noch generiert werden kann. Und das lernt ein Student ja spätestens im zweiten Semester. Jedenfalls hat er das bei mir gelernt. Ja, aber das ist auch eine allgemeine Formel, die man kennen sollte, dass die Nominallöhne, also die nicht preisbereinigt, nicht inflationsbereinigten Nominallöhne eben mit der Inflationsrate, der Preissteigerungsrate und der Produktivitätsrate wachsen müssen. Also ganz einfach, habe ich eine Inflationsrate von 2% und eine Produktivitätsrate von 1%, dann muss der Lohn, der Nominallohn, das ist ein Gesetz, ein ökonomisches, um 3% steigen. Tut das nicht, ist der Nominallohn dann niedriger als 3%, dann habe ich eine Umverteilung zugunsten des Mehrwerts, zugunsten der Kapitalklasse. Und diese Umverteilung ist gerade unter dem neoliberalen Shareholder-Value-Kapitalismus, wie wir auch sagen, in den letzten ja, 20, 25 Jahren, auch eben unter Berücksichtigung der von mir eben geschilderten Konkurrenzverhältnisse,
ist dieser Umverteilungsmechanismus eine absolute Katastrophe für den einzelnen Beschäftigten, für die Klasse der abhängig Beschäftigten insgesamt, aber auch für die makroökonomischen, für die gesamtwirtschaftlichen Rückwirkungen aufs System, wenn immer mehr umverteilt wird zu einer ganz kleinen Schicht da oben, also zu den Mehrwerteinkünften, dann bedeutet das in der nächsten Periode natürlich aus und dann wird das kapitalistische System, das eh krisenhaft ist, immanent, noch krisenhafter und das sehen wir allen haben. Ich fasse ganz kurz zusammen, Heinz. Also wir haben einmal dieses übergeordnete goldene Kalb, also die Jagd nach dem Profit genau genommen. Wir haben den Zerfall der Löhne, also des Wertes menschlicher Arbeitskraft. Ja. Und in diese Spirale hinein fällt eine neue technologische Revolution mit der sogenannten Digitalisierung. Und sie, im Unterschied zur klassischen industriellen Revolution, passiert das gleichzeitig weltweit. Mit eventuell katastrophalen Folgen für die Gesellschaft und die Wirtschaft sowieso. Und das bringt uns ja schon zum Thema der zweiten Sendung, den tendenziellen Fall der Profitrate als großes übergeordnetes Thema, was wir dann behandeln wollen, um dann weiterzugehen zur kreativen Zerstörung. Mein Gast war Heinz-Josef Bontrop, Diplom-Betriebswirt, Diplom-Ökonom und Professor für Wirtschaft. Mein Name ist Gunther, das war Rainer Wein, der politische Podcast aus Wien.